Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Und zwar spiele ich Karma Incarnation 1. Ich weiß über das Spiel nichts, aber ich weiß meistens ja nichts über die Spiele, die ich spiele. Ist doch eigentlich ganz gut, weil dann bin ich genauso überrascht, wie ihr es sein werdet eventuell. Ich habe schon mal nicht erwartet, dass es überhaupt ein Intro gibt. Ich dachte, das ist wirklich nur so ein ganz, ganz kurzes Spielchen und ohne Intro und so weiter. Ich weiß. Oh! Du machst ja lustige Geräusche. was wollte ich sagen? Der lenkt mich ein bisschen ab. Auf jeden Fall gibt es wohl in diesem Spiel Boah, Leute. Sorry. Habe ich hier irgendwo Optionen? Was ist das? Oh mein Gott. Nein, nein. Schön wieder weg. Oh nein. Oh. Oh. Tut mir leid, Leute. Ich wollte eigentlich nur leiser machen. Dann mache ich es am Headset. Ich mach kurz am Headset leiser. Das hört ihr vielleicht. So. Also, Entscheidungen gibt es hier. Wir können damit Sachen beeinflussen. Je nachdem, ob wir gut oder schlecht entscheiden. Ich, mal gucken. Vielleicht ist es so total plattformmäßig und dann werde ich es ausschalten und weinen. Wir schauen uns jetzt. Ist uns auch mal an. Auf jeden Fall fand ich es nämlich extrem schön. Extrem schön. Die Musik auch extrem schön. Ich habe mir halt die Bilder so angeguckt bei Steam oder Humble Bundle. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Bilder angeguckt. Und es sah optisch so toll aus. Und der Trailer zu dem Spiel, ach Mann, der ist zuckersüß. Also mal gucken, Leute. Bin gespannt. Ah, oh, wir schlüpfen. Weil sie hier sind. Der sieht total süß aus, Mann. Barararar. Was passiert, wenn ich auf den draufklicke? Nichts, aber ich kann da draufklicken. Ah! Oh nein! Nicht, dass es Krokodilien ist, wenn ich jetzt nochmal. Nein, der geht schon zurück. Der macht Kacke, wenn ich draufdrück! Draußen gerade voll der hier Rage-Rabe. Boah, wie geil ist das denn? Ja, ich bin sehr leicht zu begeistern. Nee, ich finde es voll. Boah! Es tut mir leid, ich muss alles anklicken, was ich anklicken kann. Was bist denn du für einer? Boing! Ah, du bist auch so einer. Geh hier mal ein bisschen hoch. Nicht, dass du aus dem runterfällst. So, wir schlüpfen. Der denkt an Denken. Ich sehe so süß aus. Ich habe Mund wie ein Fisch. Und so eine Sch Oh. Ich bin so hübsch. Was? Du musst schlüpfen und aus dem Ei gucken. Ich bin auch geschlüpft damals. Siehst du, ich habe mein Ei noch ein bisschen hier dran. So, die Schale. Und die. Die sind alle geflogen. Ich bin auch geflogen. Du musst erst mal rülpsen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss rülpsen? Wie rülpsen? Oh. Bin ich ein Drache? Ein kleiner Dicker? Ah, ja. Ich freue mich. Guck mal, wie ich aussehe. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Ich muss sterben. Das sieht so süß aus, alles. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht gehen. Habt ihr gerade gesehen? Der hat sich nach vorne gedreht. Ich will ihn mal kurz nach vorne sehen. Zeig dich doch. Oder muss ich irgendwas. Oh. Der hat nicht. Ah, so ist es gelöst. Ja, natürlich. Ich weiß doch, dass ich hier hin muss. Was? Achso, das ist meine Maus. Ich soll das Mausrad drehen? Ja. Ich mach gerade. Ich soll linke Maustaste halten und. Okay. Also, der hat mir nur gesagt, ich kann rein und rauszoomen. Und hier so rumgucken. Okay, ich kann nicht wohl draufklicken. Nein? Was?
Leute, was? Nein, okay. Alter Schwede, also bitte, das ist total schön gemacht. Das ist mega schön. Was? Du willst auch, dass ich... Warum will jeder, dass ich ihn anrübs? Oh, oh nein. Nein. Leute, was... Ich muss das kurz mal checken. Ich weiß nicht, was passiert. Bringe ich das die dann um damit? Ja. Okay, ich wollte das eigentlich nicht machen. Ah. Kriege ich immer mehr Stacheln, je mehr böse Sachen ich mache? Inventar? Ah. Okay, kann ich das einfach per Drag and Drop nehmen? Oder wie ist das? Rechte Maustaste? Ich habe ja gerade die Info bekommen, dass ich das wohl einpflanzen kann. Ich würde das gerne machen, weil ich wollte es nicht essen. Ich war mir nicht sicher. Ah, ich darf nur weitergehen, wenn ich keinen Stachel habe, oder wie? Und ich muss eine Pflanze einpflanzen. Ah, da wird mir sozusagen hier jetzt gerade... Ah, okay. Ich mache schlechte Sachen, mir wachsen Stacheln. Und ich habe wahrscheinlich nur eine bestimmte Anzahl an Stacheln, die ich haben darf. So, ich will es nicht anrübsen. Das ist ja interessant. Vermutlich müssen wir auch mal irgendwelche fiesen Sachen machen, damit wir weiterkommen. Aber wir müssen es halt dann wieder gut machen. Eigentlich sollte man zwei gute Dinge tun müssen, damit eine schlechte Sache wegkommt. Ach Gott, ist das Teil... Ich will es haben. Gibt es als Kuscheltier oder so? Ach so, okay. Also auf jeden Fall kein Plattform anscheinend. Gott sei Dank. Was ist das? Ein Käfig? Warte mal, was... Kann ich noch was machen? Das ist dasselbe. Okay. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Käfig anfangen soll. Uiuiui, das könnte hart werden für mich. Ich weiß nicht, was ich... Vor allem weiß ich nicht... Ach so, das ist... Okay. Ich verstehe aber nicht, wie ich Sachen... Ah, okay, ich kann nicht weiter nach links. Dann muss ich jetzt nochmal kurz nach rechts, weil vielleicht muss ich ja dem Stachel da, die... Ich bin eine Frau und weiß nicht, wie das Ding heißt. Lockenwickler? Lockenwickler, oder? Muss ich da einen Lockenwickler dran machen? Wahrscheinlich muss ich mir... Ah, wie mache ich das? Also ich weiß halt noch die Mechanik nicht, ehrlich gesagt. Ja? Jetzt hast du eine Idee. Wie funktioniert das, dass ich eine Idee habe? Ich muss mir das hier anschauen. Ja, zeig mal. Okay. Ich habe es jetzt so verstanden, dass ich was Böses tun muss. Moment mal, aber ich kann nichts Böses. Doch, jetzt wartet mal. Okay, ich muss dich aufessen erstmal. Puh, es ist, ich finde es jetzt schon nicht so leicht. Jetzt wächst mir so ein Ding ins. Vielleicht kann ich das jetzt mit dem Lockenwickler machen. Damit ich da... Genau, damit ich da durchkomme. So habe ich mir das gedacht. Ja, genau.
Oh Gott, es ist so putzig. Ich will das Spiel essen. Ah. Ich ertrage so viele glückliche Momente nicht. Nein, Schmarrn. Okay, jetzt kann ich dich stechen, was ich eigentlich nicht machen will. Ich. Oh nein! Oh. Was? Warte mal. Ich will noch nicht. Lass ich mir erstmal gucken. Ah, okay, das ist irgendwie so eine Kombination. Ich muss das in. Moment mal. Okay, ein Stern wahrscheinlich, ja? Ich klicke mal hier drauf. Ein Sternchen wahrscheinlich wirklich. Oder ein Kreis. Ach so, okay. Es muss erstmal eins werden. Und dann wird es halt irgendwas anderes. So. Nein. Ja. Nein. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen länger brauche. Aber das ist jetzt viel getestet wahrscheinlich. Sieht doch gut aus. Okay, und jetzt kann ich mich nochmal anhören, anschauen. Also erst ein Dingens, dann ein Kreis und aus dem Kreis wird dann das direkt, oder wie? Nee, da wird erstmal dieser komische Stern. So. Hallo? Du siehst hübsch aus. So freundlich. Was ist denn los? Wie heißt der überhaupt? Sollte ich ein bisschen im Namen geben? Knödel? Ja, oder? Auch bis mir ein besserer Name einfällt. Bob passt auch sieben. Bob hört sich knödelig an. Aber wir nennen ihn jetzt einfach Knödel. Sagst du nochmal dasselbe? Okay, welche Löcher, wo man was reindrücken kann. Komisches Viech, was ein Diamant wird? Okay. Mehr kann ich jetzt momentan eh nicht machen. Doch nicht essen! Okay, das habe ich wahrscheinlich machen müssen. Yes, das. Okay, warte. Ich war noch wie ein Fisch da rum. So, wieso, wie kann ich nicht hier runter? Muss ich gar nicht. Das muss ich verbinden, oder? Da, nee, warte mal. Ich will doch keine Hilfe. Muss ich jetzt mal kurz schauen, was da eigentlich passiert. Einfach alles herkriegen. Ah. Sehen wir das erste sozusagen. Okay. Huch. Was bist denn du für einer? Nicht essen. Du isst immer alles auf. Und dann bin ich böse. Nee, jetzt bin ich nicht böse geworden. Was ist das für ein Teil? Ein Pilz? Hm. So, also an dieses Seil komme ich wohl nicht dran, oder? Ist das jetzt auch neu? Ja, davor war ja nur das da, oder? Oh! Aua!
Oh Mann! Du kannst nicht alles essen, Knödel. Gut. Was ist das jetzt hier? Jetzt habe ich sie ausgespuckt. Was ist schon abgefahren, ne? Komm mal kurz mit. Ach was. Ja, gut. Wir sehen ein bisschen schwer da aus. Sieht nicht so aus, als würde das eigentlich funktionieren. Hallo? Das hat auch eine Zeit gedauert. Schmarrn, ich hatte nur eine gewisse Zeit, würde ich sagen, das zu machen. Das sieht aus wie dieses Viech, an was sie gedacht hat. Quack, mein Stuhl gerade. Dieses Diamantendingens. Was? Essen? Ja. Nee, anspucken, was? Um Gottes Willen. Ich finde es mega schön. Das ist einfach so ein Inventar, oder? Kann nicht von Essen sprechen. Oh nein. Space. Was ist das? Boah, Leute, ich habe davon was gelesen. Ja. Wisst ihr, was das ist? Das ist meine Astralsicht. Irgendwie sowas habe ich nämlich. Drei Dinge. Drei Dinge durchgestrichen. Drei Dinge. Fährst du dann wieder mit? Oder was ist da los? Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Kurze Sicht hier, vielleicht bringt uns das ja was. Jetzt fliegen wir auf jeden Fall woanders hin. Huch. Ah. Ich muss drei Dinger finden. Und die drei Dinger bewahren die Welt davor, böse zu werden oder so? Okay, weil ich einen Pilz geleckt habe, habe ich jetzt, genau. Alter Schwede, oh mein Gott. Muss ich das jetzt irgendwo? Muss ich gar nicht mit Space machen? Muss ich das jetzt irgendwo reinmachen? Nicht so wirklich. Was macht das? Da kann ich nicht draufklicken. Das Ding kann ich einpflanzen. Das habe ich sozusagen für einen Notfall, oder? Ja, das ist eine Idee. Leute, die Idee, die Knödel hat. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich weiß nicht, ob man sowas gerne guckt. Ich finde es total niedlich. Und es wird mich bestimmt noch sehr zum Verzweifeln bringen. Nehme ich mal sehr stark an. Ich glaube, dass die Rätsel noch ziemlich fies werden. Ich finde es ja, wie gesagt, jetzt schon nicht so ganz hundertprozentig einfach. Naja, Leute. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge Karma Incarnation 1. Wie auch immer. Eigentlich reicht ja Karma schon. Bis morgen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr freuen. Tschüss.